So, willkommen zurück bei unserer Eisenbahn-Geschützmission. Wir müssen ja das Geschütz zerstören, wie Sie noch bestimmt wissen von der letzten Folge. Wir schauen mal, einen haben wir, glaube ich, letztes Mal noch vergessen, der hier rumgewuselt ist. So, schon mal nur als kleine Vorwarnung, sollte ich zwischendurch kurz mich stumm schalten müssen, liegt das daran, dass bei uns Fasend ist, bei euch auch bekannt unter Fasching. Und ich weiß ja nicht, wie bei euch die Traditionen sind, aber bei uns gehen ab und an, wenn auch sehr selten, Kinder durch die Gegend klingeln für Süßigkeiten etc. Und dann macht man auch natürlich gerne mal die Tür auf, für sie natürlich mit der Mistgabel davon zu jagen. Nein, Spaß. Und ja. Und das ist auch das, worauf ich jetzt noch hinaus will. Am Wochenende bin ich Fasching-mäßig sehr aktiv. Das heißt, es wird wohl keine Let's Plays von mir geben. Oder wenn, dann nimmt es mir nicht übel, wenn ich leicht zerstört mich anhöre. Ich hätte ja jetzt gesagt, einen vollen Scharfschützen. Ja, ich bin leider kein Russe. Ein russischer Scharfschütze würde mit 3 Promille noch treffen. Ein amerikanischer weiß ich nicht. Oh, beide Augen weggefetzt. So, dann gehen wir jetzt mal dieses ominöse Flugzeugwrack suchen. Ich sehe noch nichts. Ich bin echt gespannt, was das für ein Flugzeug sein könnte. Offen versteckt, finde ich das abgestürzte Flugzeugwrack. Bin echt gespannt. Oh, da hinten ist noch jemand. Den machen wir. Oh, da qualmt es auch gut. Ein Hinweis, ein Hinweis. Oh, viel zu viele Hinweise. Was ist das da hinten? Ah, ne, das ist über. Flugzeug ausfindig machen. Aha, dann gucken wir doch mal. Ja, hier müsste es sein. Hier qualmt es schön. Eine unserer Aufklärungsmaschinen. Ein Prototyp. Die Nazis dürfen die Wrackteile nicht finden. Ich muss sie zerstören. Nur wie? Wir zerstören erstmal den Gegner und dann gucken wir uns hier die Sache mal an. Ah, jetzt schießt er. Aber ich glaube, den hier machen wir auch von hinten kalt. Hat er sich jetzt umgedreht? Nein. Oh, die Drecksau. Entscheid dich, ob du dich umdrehst oder nicht. So, das war's schon mal. Gewehrmunition. Stolpermine. Mehr finde ich nicht. Nicht schlecht. Pistolenmunition voll. Ah ja, Pistolenmunition. Die kann man tauschen bestimmt. Wo ist der? Naja, hat natürlich keine Pistole. Aber ich habe ein Reh gehört. Das wäre jetzt ein Ding. Aha, da haben wir es ja. Leider kenne ich mich mit amerikanischen Modellen jetzt nicht sonderlich aus. Was ist denn das für eine Sprache? Naja, es ist ein Balkenkreuz drauf. Aber was es genau heißt, kann ich nicht sagen. Es ist spiegelverkehrt, gehe ich mal von aus. Oder steht. Naja, auch egal. Der Joker ist auch zu Gast. Wie gesagt, falls jemand eine Ahnung hatte, um was für ein Flugzeugtyp es sich hier handeln könnte, für Infos bin ich immer gerne zu haben. Weil es interessiert mich wirklich. Ach, hier haben wir nochmal die bekannte Rucksackladung. Bin mal gespannt, ob sie diesmal ein bisschen mehr Wumms hat.
Oh ja, diesmal hat es sich ordentlich angehört, nicht wie bei dem Tor, da war es ja eher doch eine schwache Leistung. So viel zu dem Flugzeugwagen. So, das Flugzeug haben wir jetzt gesprengt. Ah, nur noch der Flügel ist übrig. Na ja, gut, so komplett zerstört ist es ja auch wieder nicht. Oh, ich versinke im Morast. So, und jetzt geht es weiter zu unserem Piloten. Oh, was haben wir denn da? Deutsche Checkpoints geräumt. Ah, jetzt haben wir noch jede Menge deutsche Checkpoints bekommen. Das Transportlager der Nazis. Oh, ein Panzerwagen, das ist auch interessant. Deutscher Checkpoint. Was haben wir hier? Ah, zwei Speicher. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt mal unseren Piloten suchen. Da wird wahrscheinlich mehr Geballer los sein, da hier wohl eine größere Stadt ist. Was heißt Stadt? Ein Dörfchen im Wald. Und dann gehen wir die Kontrollpunkte bzw. Panzer und Versorgungslager ab. Und dann hoffentlich können wir das Eisenbahngeschütz samt Viadukt sprengen. Das wäre sehr geil. Aber ich glaube nicht. Das wird wahrscheinlich eher so eine lahme Nummer. Komme ich in den Berg? Ah, da will ich aber nicht hin. Wir gehen erstmal den Piloten retten. Und danach ist noch genug Zeit für Heldenmut. Das Flugzeug ist hier aber echt schön runtergekommen. Genau am Stein vorbei. Hat es aber Glück gehabt. Was lässt das Flugzeug sich auch abschießen? Ist eigentlich schon eine Frechheit. Aber cool gemacht. Die Mission bis jetzt gefällt sie mir. Oh, da hinten haben wir... Oh, sogar einen Engel. Die Engel scheinen in Italien auch sehr beliebt zu sein. Was Skulpturen angeht. Ah, der Schuss. Und ich habe den Soldaten verloren. Verdammt. Ah, da ist ein Auto. Wir könnten es sprengen. Ah, da ist er ja wieder. Und dann ist es noch einer, einwandfrei. Ah, und wenn jetzt natürlich auch einige Zuschauer sagen werden, warum holt ihr nicht das Fernglas raus? Markiert die Gegner alle, dann weiß er, wo sie sind. Ah, ich bin lieber so der Typ, der sich doch noch ein wenig dabei überraschen lässt. Ich habe keine Lust zu sehen, wenn die Leute hinter allen möglichen Häusern herlaufen. Hoffentlich war das hier noch schnell genug. Oh, wie süß, er hat ihm nur zwei Zähne rausgeschossen. Ah, der Soldat hatte anscheinend einen extrem guten Zahnarzt. So, da kommt Nummer 2. Nummer 2 läuft weg. Was fällt Nummer 2 ein, wegzulaufen? Gleich kommt der Bums und Nummer 2 ist weg. Aha. Oh, da hinten ist Nummer 3. Ah, dieses Klingeln ist natürlich auch immer wieder... Warum habe ich das Springfield-Gewehr? Ich hätte gedacht, ich habe das K98 ausgerüstet. Ah, das ärgert mich jetzt. Da muss ich in der nächsten Folge mal aufpassen. Ich wollte eigentlich das K98K haben. Beschiss. Die Pistole muss ich auch unbedingt mal wechseln. Die geht mir ziemlich bullig. Die geht mir ziemlich auf die Nüsse. Feind sucht. Oh je. Ah, jetzt ist der Schuss wieder gefallen. Da könnte ich ja faulen. Warum muss der Feind mich jetzt suchen? Wo ist der? Wir springen jetzt einfach mal gekonnt den LKW gleich in die Luft. Ah nein, da hinten haben wir ihn. Sogar 2. Oh nein, er ist tot.
Und du bist auch tot. Nein. Ja, wir werden gesucht, aber die Soldaten sind anscheinend echt nicht die hellsten. Ich glaube, in der nächsten Folge stelle ich es auf schwer um. Und probiere es dann mal. Ich kann es ja wieder... Ich muss mal gucken, ob das möglich ist. In der nächsten Folge sehe ich mir das mal an. Wenn das ohne weiteres möglich ist, ohne dass ich nochmal von neu anfangen muss, dann werde ich auf jeden Fall auf schwer umstellen. Weil das hier ist mir echt zu langweilig. Und in der übernächsten Folge hört ihr mich dann jammern. Oh nein, es ist zu schwer. Oh. Last Gaming ist am Fluchen. Ja, das soll es auch des Öfteren geben. Ja, wo suchen die besonders? Wo suchen die mich denn da? Haben die, denken die etwa, ich habe mich eingebuddelt? Aber ich habe noch gar keinen Doppelkill hinbekommen. Den legendären Hodentreffer haben wir natürlich schon erzielt. Ein echt witziges Erlebnis, dass man sowas in ein Spiel einbaut, ist schon immer wieder ein Lacher wert. Boah, scheiße. Ja, sie können jetzt aber unmöglich wissen, wo ich bin, oder? Der eine sitzt auf jeden Fall hinter einem LKW. Den sprengen wir gleich in die Luft. Gar kein Problem. Ich hoffe, wir finden den Piloten noch. Wir könnten noch einige Checkpoints räumen. Oh, was haben wir denn noch da? Oh, zerstöre das, den Panzerwagen. Den Panzerspähwagen. Es kommen immer mehr dazu. Hoffentlich kommt... Ah, jetzt läuft der weg vom LKW. Das ist natürlich ärgerlich. Komm, Kanone. Oh, Mensch. Jetzt wird es aber echt ärgerlich. Der zweite Schuss in Folge daneben. Aber ich muss echt sagen, bis jetzt bin ich noch nicht einmal gestorben. Aber heute habe ich wohl so einen Tag, dass alles schief geht. Vielleicht schaffen wir das heute auch noch. Und ich beschwere mich noch, dass es zu einfach ist. Naja. Vielleicht ist es auch die Vorphasenstimmung. Das hier ist natürlich auch cool gemacht. Der Schuss. Ja, bleibt nur da stehen. Ein Genie, dieser Mann. Laster zerstört, Sprengstoff. Oh, irgendeiner pfeift. Der hier will es echt wissen. Jetzt habe ich bei dem schon zum zweiten Mal daneben geschossen. Das gibt's ja nicht. Hör auf zu pfeifen, du Pfeife. Wo ist der denn? Mit seinem hässlichen Kopf. Der hat echt mehr Glück wie Verstand. Das gibt's gar nicht. Ich glaube, ich habe noch nie so oft daneben geschossen wie bei dem. Bumm. Könnte tot oder verwundet sein. Das ergibt natürlich Sinn. Oh, da haben wir noch einen. Ich glaube, ich muss aber gleich mal meine Position ändern. Ah ne, da hinten ist noch jemand. Und der guckt sogar sehr schön hier rüber. Wir müssen es nur in Geduld üben, dann haben wir den hier auch.
Ah, ich weiß. Man muss nicht unbedingt jeden hier töten, aber wenn wir doch aufräumen, räumen wir richtig auf. Oh, jetzt kommt er. Haben Sie mich gesehen? Hier in meinem schönen Busch. Ich habe doch jetzt mein schönes Tarnmuster. Ah nein, das ist auf dem falschen Gewehr. Verdammt. Das ist ja auf meinem K98 Karabiner. Weil ich habe jetzt mal nach einer Woche endlich meine Zusatzinhalte bekommen. Das ist unfassbar. Es hat doch ewig gedauert. Oh, und die verstecken sich auch im hohen Gras. Aber wenn es gleich Bumm macht, ist er weg. Oh, du Dreck. Sau. Jägerkill. Deckung aufgeflogen, es war so klar. Jetzt müssen wir hier schnell den Flitzer machen. Mal sehen, was der dabei hat. Eine S-Mine. Oh, oh, hat er die Pistole vielleicht, die ich brauche? Oh, wird auch Zeit. Da habe ich sogar Unterschallmunition. Wo kommt er? Es kommen zwei. Jetzt ist die Frage, wissen Sie, wo ich bin? Es kommen sogar drei. Oh, ich hätte besser den Abgang gemacht. Aber wir haben natürlich eine Handgranate. Was ist der Kleber? Kann ich sie festkleben? Minen. Und wir holen normale Granaten. Wir müssten es mal ausprobieren. Versuchen wir mal unser Glück. Das war gar nicht schlecht. Es hat nur einer überlebt. Und den schnappen wir uns jetzt. Das ist echt nicht schlecht mit der Granate. Das war mal ein Wurf. Hä? Damit könnte ich bei Olympia auftreten. Alles klar, alle tot. Leuchtpistole. Oh, ich habe eine Leuchtpistole. Das ist alles. Wo habe ich denn eine Leuchtpistole? Leuchtpistole. Ah ja, Leuchtpistole. Dafür finden wir bestimmt auch noch Verwendung. Ja, wir müssen mal so langsam anfangen, unsere Ausrüstung mal richtig zu benutzen. Was mich jetzt persönlich stört, was aber halt eben nicht so ganz unumgänglich ist, aber dass wir hier überall so viel Munition für unser amerikanisches Gewehr finden. Auf jeden Fall gehe ich mal davon aus, dass eine Springfield ein amerikanisches Gewehr ist. Weil normal sollten wir hier doch eigentlich nur deutsche Munition finden. Beziehungsweise vielleicht in irgendwelchen Schmugglerlagern. Leichnam des abgestürzten Piloten. Oh. Ich muss an die Filmdose ran. Ja, da ist die Filmdose. Und da ist der Leichnam. Immerhin haben sie ihn in die Kirche gebracht. Diese Aufnahmen können unbezahlbar sein. Oh, ich habe eine Trophäe. Ah. Was gibt es denn hier eigentlich? Ach, auch Steinadler. Ich habe jetzt gedacht, das wäre aber zu einfach. So, jetzt müssen wir ja quasi da hoch. Da können wir eigentlich jetzt uns aus dem Dorf wieder verdünnisieren. Oder besser gesagt, außen rum gehen. Wäre eigentlich keine blöde Idee. Vielleicht finden wir auch irgendwo noch sehr gute Ziele. Aber ich will mich jetzt nicht unbedingt in einen offenen Kampf einlassen. Da ich das auch als unnötig ertrachte. Außer es lohnt sich natürlich. Auch wenn jetzt wahrscheinlich nochmal viele sagen werden, ah, du hast das vergessen, du hast das vergessen, du hast das vergessen. Ich versuche echt viel einzusammeln, aber ich werde jetzt nicht jeden hier auf links machen.
Je nachdem, wie die Lage es halt eben hergibt. Ah, da unten geht noch jemand. Den können wir jetzt natürlich vorholen. Kompuls. Oh, da hinten ist noch einer. Wenn wir schon so eine gute Position haben. Er will nach Hause. Ich will nach Hause. Ich will auch nach Hause. Oh, da haben wir sogar drei. Ja, das ist ja das, was ich auch immer so. Oh, sie haben mich natürlich entdeckt. Ich wäre besser abgehauen. So nervig finde, dass man halt eben, wie gesagt, als einzelner Soldat fast alles im Alleingang plättet und zerstört und erobert. Aber wie gesagt, sie haben ja schon die ersten Ansätze, sind schon vorhanden. Man hat schon mit Partisanen zusammengekämpft, was ich schon sehr toll fand. Auch wenn sie jetzt nicht so sonderlich zum Einsatz gekommen sind. Warum hat den Schuss gehört? Ich habe geschossen, als die Kanone geschossen hat. Ah ja, gut. Ich mache mich jetzt aus dem Staub. Vielleicht kommen wir ja später... Oh, Achtung, Minen. Gut zu wissen. Vielleicht mache ich mich ja später wieder auf dem Weg zu dem Dorf. Mal sehen. Jetzt gehen wir erstmal noch den Checkpoint zerstören. Und dann schauen wir mal weiter. Wenn hier noch andere Scharfschützen wären, das wäre richtig asozial. Aber wir haben unseren Auftrag ausgeführt und jetzt geht es erstmal wieder zurück zum nächsten Auftrag. Weil wie gesagt, das sind halt eben so Spiele, wo es auch darum geht, die Aufträge zu erfüllen. Natürlich kann man auch rumlaufen und alles und jeden killen. Aber das ist meiner Meinung nach nicht der Sinn des Spiels. In erster Linie natürlich. Oh, ich bin das erste Mal gestorben. Im Kampf getötet. Drecksau, ich bin auf eine Mine getreten. Verdammte Drecksau. Auf den Schleichwegen haben sie Minen gelegt. Wie asozial. Das gibt's nicht. Wie asozial. Richtig asozial. Das ist ja auch mal ein cooles Feature, was sie hier eingebaut haben. Minen. Die hat es, glaube ich, im letzten Teil nicht gegeben. Oh, da haben wir noch ein Versorgungslager. Da gehen wir gleich noch hin. Das holen wir noch mit, bevor wir uns... Wie viel haben wir denn eigentlich? Drei. Da je. Nein, das mit den Minen ist echt richtig fies. Das ist echt mal richtig gemein. Aber auch cool gemacht. Also, das muss man echt sagen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich habe zwar auf dem hinteren Schild Minen gelesen, aber ich habe gedacht, die wären dann überall gekennzeichnet. Das ist ja hier nicht der Fall gewesen. Oder auf jeden Fall, oder ich kann halt eben die Schilder nicht lesen und habe nicht aufgepasst. Habe ich getroffen, jawohl. So, dann gehen wir mal in das Nachschublager. Vielleicht finden wir was, was wir brauchen können. Ich hoffe, wir explodieren nicht gleich wieder. Was ich allerdings nachher noch mal schauen werden muss, ist, ob man die Minen erkennt. Das wäre natürlich interessant. Oder ob man... Bin ich jetzt falsch gelaufen? Ah ja. Oder ob man sie gar nicht sieht und in die Luft fliegt. Vielleicht bin ich auch so blöd und bin einfach auf eine offen liegende Mine getreten. Das wäre auch... durchaus möglich. Aber das war ja nicht unsere Absicht. Ja, jetzt haben sie den ersten Kill gesehen. Auch wenn es indirekt war. Ah, hier haben wir noch einen Generator, den wir zerstören können. Da haben wir noch einen Soldaten. Oh, wie hat der sich denn hingelegt? Die Frage ist jetzt... Hier unten waren doch auch jede Menge Soldaten, oder?
Ja, da geht schon mal einer. Dann machen wir nämlich den Generator kaputt. Und dann holen wir uns den da schon mal mit. Oh. So nicht. So schon mal nicht. Oh je, das hier war keine gute Idee. Wer hatte nur diese Schnapsidee? So. Der Soldat hat wohl jetzt wohl voll den Hals. Oh, der läuft weg. Ich hasse den Generator. Der Bums der Kanone ist wenigstens laut. Bei dem hier weiß man nie genau, wann er vorbei ist. Aber sie haben mich anscheinend echt noch nicht gesehen. Das ist krass. Sie könnten ja auch mal zufällig zurückschießen. Das wäre eigentlich auch noch ganz cool. Oh, habe ich getroffen. Geil. Also ich muss sagen, die Autos haben sie echt schlechter gemacht. Im letzten Teil musste man, glaube ich, sogar... Oder war das beim Panzer? Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Man musste auf jeden Fall mehrere Mal drauf schießen, glaube ich, bis sie explodiert sind. Ich glaube, es war nicht beim ersten Mal. Aber ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher. Ah, wo bist du denn? Da oben? Oh, du hässliches Stück Scheiße. Deckung aufgeflogen. Ja, wo ist er denn? Oh, da bist du hier. Toll. Ärgerlich, ärgerlich. Richtig ärgerlich. Und vor allen Dingen unnötig. Der Scheißgenerator ist echt nicht mein Freund. Na gut, es ist eh Alarm geschlagen worden. Jetzt muss ich es auch nicht mehr drauf anlegen, dass mich jemand nicht hört. Ärgerlich. Oh, ist das... Ich jetzt gleich wieder in die Luft fliege durch Mieten. Kriege ich aber einen Anfall. Oh, hat er ein Glück. Gehe ich noch baden, obwohl heute nicht Sonntag ist. Kein Waschtag. Hat er jetzt eine Granate geworfen? Ja, tatsächlich. Habe ich keine M-Auto. Jetzt ist wieder alles klar. Ja, das mit den Granaten, mit den Minen ist echt... Ich das vorher mal gut, oder besser gesagt, was hätte ich vorher gewusst, hätte ich nur auf das Schild geachtet. Da könnte ich ja einen an die Nerven kriegen. So unnötig gestorben. Ist hier nichts. Dafür komme ich in das Dorf rein, wegen nichts. Aber vielleicht da oben nochmal. Müssen wir uns jetzt wohl auf den langen Weg begeben, für unsere Checkpoints abzusahen. Weil die optionalen Aufträge wollen wir natürlich alle erfüllen. Und da ist noch ein Generator. Und dann machen wir den mal komplett in die Luft. Oh, das ist auch ein cooles Auto. Schade, dass man mit sowas nicht fahren kann. Das ist echt schade.
Aber ich glaube, hier im Dorf gibt es auch jetzt großartig nichts mehr. Ah doch, hier haben wir zum Beispiel... Oh, eine Akte haben wir gefunden. Ein Aufruf zu den Befreier Alakranz. Alakranz. Die Faschisten hungern uns aus, foltern uns, jagen uns. Selbst die Alliierten lassen unabsichtlich Bomben auf uns fallen. Wir geben uns nicht geschlagen. Es wird der Tag kommen, an dem wir unsere Unterdrücker zurückschlagen und sie dafür bezahlen lassen, was sie uns angetan haben. Und wenn wir mit ihnen fertig sind, errichten wir ein neues Italien. Ein Italien, in dem Armut und Verfolgung nur noch eine vage Erinnerung an längst vergangene Zeit sind und in dem jeder Mann, jede Frau und jedes Kind auf einer Stufe steht, ungeachtet von Stand, Hautfarbe und Religion, in Gedenken an vergangene Siege, in Gedenken an das Risorgimento. Ah, naja, das war wohl nicht so erfolgreich. Was ist das? Ah, Medizin. Ah, die Italiener. Okay. So, da wir aber jetzt ansonsten den Rahmen sprengen, würde ich sagen, belassen wir es jetzt mal mit hier. Und ihr hört morgen wieder von mir. Bevor das Fasching-Wochenende anbricht. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und danke fürs Zuschauen. Bis demnächst dann.